Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen, ihr Lieben. An einem schönen, was haben wir heute? Donnerstag. Donnerstag. Donnerstagmorgen an einem verregneten. Schönen verregneten, aber das ist auch gut so. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr regnen, Mädchen, ganz ehrlich. Weil die Natur braucht das unbedingt. Ganz unbedingt. Geht's euch gut, ihr Lieben? Geht es euch gut? Wir fangen direkt an, legen direkt los. Hier mit dem Gesichtsprimer. Ein erbsengroßes Stück tragen wir auf und schminken uns, machen uns zurecht für den Tag. Für den Tag. So, ihr Lieben. So, ihr Lieben, habt ihr gesehen, was ich heute Morgen gepostet habe? Habt ihr das gesehen? Habt ihr mitgekriegt? So, jetzt wisst ihr, was ich mir... Ich habe ganz vergessen. Normalerweise schubse ich mir die Wimperchen schon mal vorab hoch. Habe ich jetzt vergessen? Könnt ihr das sehen? Sind noch so sehr, immer noch recht gerade. Also sie schwingen langsam, aber noch nicht so schwingen, wie ich das möchte. Guten Morgen, meine Süße. Hallo. So. Also müssen wir da gleich auch noch machen. Oder wisst ihr was? Das machen wir jetzt direkt. Einmal die Wimperchen nach oben schubsen mit der Wimpernzange. Dafür nehme ich den Föhn, habe den schon auf heiß gestellt. Und dann nehmen wir die Wimpernzange und machen die erstmal warm. So. So, und wenn wir die ein bisschen warm gemacht haben, dann füllen wir hier so an dem Metall. Ich fülle mal an dem Metall, ob das warm ist oder heiß ist, damit ich mich nicht verbrenne. Dann setze ich das einmal an und noch ein zweites Mal und halte das jetzt fest. Ich stecke jetzt mal mein Auge ab. Halte das jetzt fest, bis im Prinzip meine Wimperchen, also sprich, bis einmal das Metall ausgekühlt ist, nicht hundertprozentig ausgekühlt ist, aber schon soweit ausgekühlt ist, weil dann im Prinzip meine Wimperchen nach oben geschossen stehen bleiben. Ja, ist wie beim Friseur, ihr kennt das, wenn der euch guckt, könnt ihr das sehen? Ja, ne, könnt ihr sehen. Wie beim Friseur, wenn er euch die Haare bürstet. Wenn die Bürste trocknet, so. So. Hier genug Glake. Bisschen hier fühlen. Das nehme ich auf der zweiten Seite immer etwas wärmer, weil ja schon eine gewisse Wärme da ist jetzt, ne, vom... So, ich decke ab, ihr Lieben, ich decke ab. Das wollen wir nämlich nicht. Wollen wir nicht, dass ich euch sehe hier oder dass ihr das seht, wie das jetzt hier aussieht. Weil ich das Auge auch nicht zwinkern kann, ne? Habe ich aber eben vergessen, deswegen muss ich das jetzt machen. Mein Mensch, Kinder, ist das warm hier drin. Obwohl ich, ich muss ja mal so machen, damit ihr mich überhaupt seht, ne? Obwohl es draußen echt kühl ist, ist es hier in der Bude immer noch echt warm. Ach, herrlich. Ich muss den Moment hier anmachen. Puh, warm ist es hier wirklich. Nicht, dass ich jetzt hier anfange zu schwitzen, haben wir den Salat. Dann war das mit Make-up. Dann war das mit Make-up. So, ihr Lieben. Wir machen weiter. Gesichtsprimer ist drauf. Die Wimperchen sind hochgeschubst. Guck mal, das macht schon echt einiges aus, ne? Wenn so ein bisschen der Schwung da ist. So, und als nächstes machen wir weiter mit dem Metallic Liquid Foundation. Das ist echt verrückt. Ich habe Fenster auf, ne? Ich lüfte morgens viel hier. Ich lüfte echt viel. Ich reiße alles auf, weil ich das einfach... Ich bin sowieso so ein Frischluftfanatiker, ne? Reiß alles auf, damit hier echt überall schön die frische Luft drin ist. 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache 6 Tröpfchen hier, seht ihr? Damit er einmal schön durchzieht. Und trotzdem ist es warm. Verrückt, ne? So. Schön verteilen im ganzen Gesicht, ihr Lieben. Sieht aus, als wärt ihr krank, wenn es jetzt eine andere Farbe hätte, als das, was es jetzt im Moment ist. Also sprich, kein Make-up-Farbe, sondern rot. Dann wäre es etwas anders. So. Ich wollte gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was habe ich heute Morgen gepostet. Es geht mir nämlich so ein bisschen darum, wie wir selber uns manchmal die Sachen nicht gönnen, in Anführungsstrichen. Nicht gönnen, weil wir sie unbewusst, weil wir uns unbewusst unsere Wünsche schon von vornherein wieder kaputt machen, selber. Weil wir sagen so, ja, wir wünschen uns, ich sag jetzt mal, immer das Typische, ne? Geld, ne? Großes Haus, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Villa am Strand, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Und dann sagen wir, ach, passiert uns nicht, ne?
Aber woher sollen wir das kriegen? Ne? Wie soll das möglich sein? Und ganz ehrlich, dadurch zerstören wir ja quasi direkt wieder selber unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen, ja, Vorstellungen im Prinzip. So muss man sagen. So. Und Mädels, ganz ehrlich, wie traurig eigentlich, ne? Wenn wir zum Beispiel, egal wo, über einen Katalog, über Amazon oder egal wo, was im Internet bestellen, dann zweifeln wir nie daran, nie, dass wir es bekommen. Richtig? Zweifeln wir nicht. Wir haben es gesehen, wir wissen, dass es auf Lager ist, wir wissen, wir haben es gekauft, wir wissen, es kommt. Ja, kommt. Also früher oder später, eine Woche, zwei, drei, keine Ahnung, die Ware kommt, auch wenn sie nicht auf Lager ist. Die kommt, auf jeden Fall, hundertprozentig wird es geliefert. Wenn wir aber so Wünsche haben, wenn wir aber so über solche Sachen nachdenken, dann zweifeln wir. Dann sagen wir, das kann einfach. Eigentlich sagen wir, es ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist gar nicht möglich, dass das wirklich passiert, was wir uns da wünschen. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil ich glaube wirklich, dass wir uns dadurch ganz, ganz viele Wünsche selber wieder kaputt machen. Das zum einen. Zum anderen ist es natürlich auch immer, wie wünschen wir? Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch The Secret? Ich kannte es auch nicht, bis meine Schwester mich da drauf gebracht hat. Meine Schwester war ist in der Hinsicht sowieso immer so ein Stück weiter als ich. Die sich da eigentlich immer so mit solchen Sachen befasst hat, immer eher als ich. Und mich dann auch mal da drauf geschubst hat und so. Und ich dann eigentlich so diejenige war, die gesagt hat, ey komm, lass mich bloß so rum mit so einem Kram. Aber ganz ehrlich, Mädels, es lohnt sich da mal reinzulesen. Weil in The Secret steht auch Folgendes. Wie wünschen wir, ja? So, wenn wir uns was wünschen, ne, beispielsweise. Also dann ist es ja so, dass wir sagen, ich wünsche mir, keine Ahnung, geht mein Pony hier nicht. Ich wünsche mir, andersrum. Ich möchte gerne, keine Ahnung, ein Haus haben. Sagen wir mal so, ich möchte gerne ein Haus haben. Ich möchte in der Zukunft ein Haus haben. So, dann schicken wir diesen Wunsch los. So müsst ihr euch das vorstellen. Ist wie so eine Post, ja? So, oder so, ja, eigentlich wie eine Post. Wir schicken das raus ins Universum und das Universum kriegt auch mit, kriegt also zu hören, ich wünsche mir in Zukunft ein Haus, keine Ahnung, am Strand oder sowas. Keine Ahnung, ja? Spielt keine Rolle. So, und dann sagt sich das Universum, ja, die wünscht sich in der Zukunft ein Strand, ein Haus am Strand. In der Zukunft. Aber nicht jetzt, ja, sondern in der Zukunft. Irgendwann in der Zukunft. Und genau wortwörtlich nimmt das Universum das und sagt, in der Zukunft. Und die Zukunft ist immer in der Zukunft. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist nie jetzt. Das heißt, der Wunsch, der wird rausgesendet wie so eine Radiowelle und kommt dann auch zurück wie eine Radiowelle und sagt, ja, du kriegst deinen Wunsch bestätigt in der Zukunft. Ja, wir bestätigen dir, dass du irgendwann in der Zukunft deinen Wunsch erfüllt bekommst, aber eben Zukunft. Das heißt, nie zu einem gewissen Zeitpunkt. So, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wie wünscht ihr was? Wie wünscht ihr was? So, dann geht es darum, ich schminke heute parallel mal wieder hier mit der Palette Nummer 3, weil wir die im Starter-Kit haben. In allen drei Starter-Kits ist die Palette Nummer 3. So, dann geht es darum, wenn wir anders wünschen würden, ne? Wie wäre es dann richtig zu wünschen? Richtig zu wünschen ist es immer in der Gegenwartsform, ja, immer in der Gegenwartsform. Deswegen halt auch das, dass man so wünscht, als hätte man es quasi schon. Also sprich, ich habe ein Haus am Strand. Ich habe ein Haus am Strand. Das heißt, auch hier diesen Wunsch senden wir aus, ich habe ein Haus am Strand. Und genau das bekommen wir ja in Anführungsstrichen dann auch geliefert. Ich habe ein Haus am Strand. Wisst ihr, wie ich das meine? Und so müsst ihr euch das vorstellen. Für egal, was wir uns wünschen, egal, ob es ein Lottogewinn ist, egal, ja. Und ich glaube wirklich, dass so auch Wünsche erfüllt werden können. Nur das große Problem, und ich meine, ne, ganz ehrlich, da schließe ich mich überhaupt nicht aus, ist wirklich dieses, es einfach auch mit so einer Gewissheit zu wünschen, dass man sagt, wie bei einer Katalogbestellung, ich weiß, dass es kommt, muss ich mir jetzt keinen Kopf mehr drum machen und ich weiß, dass es kommt. Diesen Gedanken haben wir ja nicht. Wir drehen uns rum und denken, ach ja, hab das mal gut jetzt, ne? Ja, warum sollte ich auch dieses Glück haben? Weißt du, so.